Und noch bis vor kurzem, nach dem Sechstagekrieg sowieso, waren sie alle begeistert von Israel. Das nimmt jetzt langsam ab und das ist jetzt sogar fast, kann man sagen, 50-50. Es gibt also Gruppen, die sehr stark die Siedler unterstützen, aber es gibt auch Gruppen, die kritisch sind, die also die Israels Politik kritisieren. Und wenn Sie meinen, als europäischer Jude und so weiter, ja, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Henry Kohler was sagt. Ja. Das ist ein europäischer Jude, aber was für einer? Ja. Ein Terrier, der einfach jeden, der Israel kritisiert, in die Waden beißt. Also, und wie kommt das? Sehen Sie mal, nur um an diesem Beispiel zu bleiben. Ich kenne Bruder 50 Jahre. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen in Köln. Ich bin da aufgewachsen, er auch. Ja, ich bin da, wo ich stehe, und er ist genau auf der Entgegenseite. Wie kommt das? Wie kommt das? Wir haben doch beide dasselbe erlebt. Wir leben hier und, also, hier leben ist noch keine Garantie, liberal zu sein. Leider. Ja, wir haben natürlich so die bange Befürchtung, dass eine Veränderung wirklich nur von innen kommen kann. Und daher auch Ihre Frage, ob die Friedensbewegung nicht vielleicht doch ein bisschen stärker ist, wenn schon Jetpiloten, die damals bei der Bombardierung der Flüchtlingslager sich geweigert haben, weitere Einsätze zu fliegen, und wenn jetzt Soldaten aus dem Gazastreifen zurückkommen und in Israel vor die Öffentlichkeit treten. Wenn solche Leute schon nach vorne kommen, dann muss sie vielleicht doch ein bisschen stärker sein. Ja, Sie reden von dieser Organisation Breaking the Silence, also eine wunderbare Gruppe, eine Leute, die ich schon seit 5 Jahren kenne. Das war eine Gruppe, die vor 5 Jahren begonnen hat, aktiv zu werden und vor 5 Jahren mit einer Ausstellung auf sich aufmerksam gemacht hat. Es waren alle Soldaten, die in Hebron gedient haben und etwas sehr Komisches gemacht haben. Sie haben als Besatzungssoldaten die Besetzten fotografiert und haben also von ihrem Blickwinkel der Besatzer Hebron fotografiert und haben daraus eine Ausstellung gemacht. Vor 5 Jahren hat in Israel unheimlich viel Aufsehen erregt. Man hat sie sogar verhaften wollen als Verräter, also das ganze Vokabular. Aber sie haben sich durchgesetzt. Sie haben sich durchgesetzt und sie sind mehr geworden und sie haben noch mehr gemacht. Und sie sammeln Zeugenaussagen und so weiter. Aber wenige, immer noch wenige. Demgegenüber steht das, was ich gerade sagte. 5% mehr Leute melden sich für Kampfeinheiten. 5% mehr, das ist natürlich sehr viel. Das ist vielfach mehr als die Gruppe von Breaking the Silence oder als die Gruppe um Uri Avneri. Oder es gibt einige Gruppen, wunderbare Leute, muss man unterstützen wir und so weiter, aber es sind leider wenige. Und leider bin ich der Überzeugung, nicht nur ich, sondern viele auch, der Wandel wird von innen nicht kommen. 100%, da bin ich 100% überzeugt. Der Wandel kann nur von außen kommen. Der Wandel kann kommen von einem Barack Obama. Wenn Barack Obama sagt, er will keine, dass die Siedlungen nicht weitergebaut werden, und er hat wörtlich gesagt, zitiert worden, er will keinen einzigen Betonmischer mehr sehen, dann muss man Barack Obama nicht an dem, was er sagt, messen, sondern was er tut. Dann soll Barack Obama Folgendes sagen. Ihr wollt, weil die Israeliten auslachen, sagen, der Barack Obama kann sagen, was er will, wir bauen. Dann soll Barack Obama sagen, Israelis, ihr kriegt von uns 3 Milliarden Dollar Jahreshilfe. Für jedes Haus, was ihr baut, 100 Millionen Euro weniger. 100 Millionen, dann werden es sehr teure Häuser. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange die Israelis bauen werden. Nur so, alles andere ist Kippi. Entschuldigung. Alles andere ist überhaupt nichts wert. Denn gesprochen Clinton, selbst Bush hat verlangt. Bush hat doch auch verlangt. Also verlangen und reden, das nützt nicht. Taten wollen wir sehen. Wir wollen Taten sehen. Und das muss man den Leuten sagen. Und das ist zum Beispiel ein Vorschlag, was ich gemacht habe. Wenn die Israelis in Ausnahme sagen, wir bauen so viel, wir wollen gut gebaut. Ein Haus mehr, 100 Millionen weniger. Das könnte wirken. Das könnte wirken. Ich habe eine Meldung. Es gab ja vor, was war das, 10, 14 Tagen, da gab es ja mal eine Meldung, eine ganz kleine, in einer historischen Zeitung, die besagte, dass in dem näheren Berater-Kreis Barack Obamas eine jüdische Stimme etwas gelockerter wurde, was zu großem Entsetzen der Mannschaft geführt hat, offenkundig.
ein kleiner Schritt. Also dieser Schritt, den Barack Obama vollzogen hat, indem er einen, in Anführungszeichen, amerikanisch-jüdischen Berater etwas weniger nah an sich gebunden hat, das ist ja schon ein Schritt in diese Richtung, wie Sie gesagt haben. Aber die Frage, die hier auf der Zunge liegt, ist eine ganz andere. Nämlich, aus etwa 10, 15 Jahren gab es in Israel und in, soweit ich das verstanden habe, auch in Jordanien zumindest, so eine Art intellektuelle Initiative. Ich glaube, meistens waren es Journalisten, Hochschullehrer oder so. Die haben auch ein schönes Logo entwickelt, das hieß, das vielen wird es bekannt sein, The Confederation. Föderation mit den schönen, also ganz wunderbar grafisch aufbearbeitet, mit einer Palästinenserflagge, mit einer Israelflagge und einer Jordanienflagge. Man kümmert sich darum, dass alles, was so ein Land braucht, also Eisenbahn und Flugverkehr und ganze Infrastruktur, dass das gemeinsam gemacht wird. Und dann wird man mit dem anderen schon weiterkommen. Das ist inzwischen ja, denke ich, wieder total zurückgekommen, zurückgedreht worden. Aber wie sehen denn Sie für die Zukunft eine solche Möglichkeit? Ja, negativ, weil dazu, man braucht aber zwei für eine Ehe, man braucht aber zwei, damit es funktioniert. Und die israelische Seite will nicht. Die israelische Seite will einfach nicht. Ja, das ist halt so. Ich meine, ich bin Israeli, ich bin Jude, ich bin aufgewachsen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist so. Ja, und wenn man mit Israelis diskutiert, dann kommen sie immer wieder, ja, 48, da habt ihr nicht gewollt. Stimmt, 48 haben die Palästinenser nicht gewollt. Muss man es ihnen ewig jetzt nachtragen? 48 waren sie, haben sie zu Recht nicht gewollt. Denn was ist 48 passiert? Was ist 48 passiert? Die UNO hat Palästina den Juden geschenkt. Ja, das Land gehörte aber nicht der UNO. Das gehörte doch nicht der UNO. Die UNO konnte leichter Land schenken. Ja, also was ist, und wieso versteht man nicht, dass die Palästinenser nicht einverstanden waren. Ich möchte den Juden kennenlernen, der einverstanden wäre. Den Juden möchte ich gerne kennenlernen. Ich kenne keinen, der einverstanden wäre. Ja, und deswegen kommen die immer wieder und sagen, ja, ihr habt damals nicht gewollt und jetzt habt ihr für ewig verloren. Also es ist so, zum Beispiel, man redet von dem berühmten, großzügigen Angebot von Ehud Barak an Yasser Arafat im Jahre 2000 da in Camp David. Ja. Was für ein großzügiges Angebot war das? Das war überhaupt kein großzügiges Angebot. Da war die Rede von 95% des Landes, was er bereit ist zurückzugeben. 95%, und da reden alle, mein Gott, großzügig. Ja, um aber das Land zu beherrschen, um die Westbank zu beherrschen, braucht Israel nur 1% des Landes.